Hallo und herzlich willkommen bei Car Ranger Car Change. Es ist Sonntag, es regnet, ich bin am Bahnhof. Das heißt, wir klären die wichtigste Frage überhaupt. Wie viele Car Ranger brauche ich, um mein Auto abzuholen? Die Antwort ist wie beim Glühbirnenwechsel, 2. Einer muss das krumme Ding drehen, der andere muss dabei Schmiere stehen. Ja, ganz so ist es nicht. Das heißt, wir haben mal wieder ein Auto für euch gefunden. Moment, wo bist du gerade gelandet? Carchanger, für alle, die nicht zuschauen. Warum schauen eigentlich so wenig Leute Carchanger? Ihr könnt ein Auto gewinnen. Nochmal, wir tauschen von Auto zu Auto und bei dem Event am Ende gewinnt einer ein Auto. Das solltet ihr verbreiten. Außer ihr wollt natürlich der Einzige sein, der die Chance hat zu gewinnen. Das wäre ein bisschen schade. Das heißt, wir haben angefangen mit einem wunderschönen blauen A318D. Den haben wir dann weggeschickt. Haben uns einen blauen A4 18D geholt. Den haben wir dann weggeschickt. Dann haben wir einen E46 330i organisiert mit M-Paket und Automatik. Ein wunderschönes Auto, hat der Claudio euch gezeigt. Das ist jetzt auch verkauft. Das heißt, wir könnten jetzt dieses Geld nehmen und könnten sofort wieder was Neues holen. Und jetzt, wir denken, ja, das muss jetzt noch krasser als ein E46 330 sein. Ja, auch das ist wieder so eine kleine Lektion des Autokauf-Tauschgeschäfts. Ja, es geht nicht immer nur nach oben. Und das ist nicht, weil Dinge schief gehen, sondern weil man bedenken muss, du musst manchmal das nehmen, was es zu kriegen gibt. Das heißt, manchmal vielleicht nicht die Farbe, die du willst, nicht die Motorisierung, die du willst. Und manchmal macht es eben nicht Sinn, das ganze Geld auszugeben. Und dann sitzen wir Car Ranger so virtuell zusammen, wie wir das zurzeit so machen. Und oh ja, da haben wir was gefunden. Und als ich das Kombi-Instrument gesehen habe, Shut up and take my money, ging es nur noch darum, wie kriegen wir dieses Auto. Und es war tatsächlich heiß begehrt. Und jetzt haben wir es. Das perfekte Winterauto. Teilleder, damit mir nicht so kalt ist. Sitzheizung, damit mir noch heißer wird. Und Allradantrieb, damit ich auch im Winter gut ums Eck komme. So gut, dass wir tatsächlich unseren Janni gesagt haben, Jan, kümmere dich um das Auto. Mach das fit, fahr es. Guck, dass alles passt. Und das hat uns schon sehr überzeugt. Und deswegen seid gespannt, wie sein Auto schafft, was deutlich weniger wert ist, so gut zu sein, dass wir sagen, das brauchen wir im Car Changer. Das bringt das Projekt nach vorne. Das ist ein interessantes Auto, was ihr sehen wollt. Obwohl wir es so ähnlich schon hatten. Von daher würde ich sagen, springen wir jetzt. Wenn der Janni sich jetzt mal auskäst und hier mit dem Zug endlich mal kommt, ist ja nicht so, als ob er hier jetzt die 100 Kilometer durch den Regen laufen muss. Ja? Dann schauen wir uns mal das Auto an, was wir gefunden haben. Von daher seid mit dabei und verdammt nochmal, sorgt dafür, dass andere auch die Chance haben, das zu gewinnen. Es geht inzwischen ja nicht mal mehr um Spenden, es geht doch nur ums Zuschauen. Ja? Also wir sehen uns gleich beim Auto wieder. Es ist immer noch Sonntag, es regnet immer noch unheimlich, von daher ja, verzeiht so die beengten Platzverhältnisse und dass das Auto ein bisschen nass ist. Und der eine oder andere sagt jetzt, ja warum zeigst du uns denn noch ein A3? Wir hatten doch schon einen bei CarChanger, das war ein 18T Quattro. Wie kann es denn besser werden? Aber glaub mir, das hier ist der bessere, fast schon ein perfekter A3. Ich habe seit langem keinen so guten mehr gesehen. Ich würde sogar behaupten, ich habe noch nie so einen gesehen. Und von daher gehen wir doch mal durch. Wir haben hier ein Quattro. Jetzt ist nicht mehr Sonntag und es regnet tatsächlich auch nicht mehr. Und den Jan habe ich auch ersetzt durch Claudio. Hi. Warum, wieso, weshalb? Wir haben dieses wunderschöne Auto, das du noch nicht so wirklich kennst und ihn auch nicht. Und deswegen gehen wir heute mal durch. Ein Traum in Misano Rot. Wie findest du die Farbe? Ja, cool. Vor allen Dingen, dass sie nach so einer Laufleistung bzw. nach den Jahren immer noch so gut in Schuss ist, weil das Rot neigt dazu, mit der Sonne eben auszubleichen bei den Autos. Damit ihr auch mal seht, wie rot das ist, haben wir hier Referenzrot. Wir sind nämlich in einem roten Viertel. Wir haben einen roten Polo, einen roten Twingo, einen roten A6, rote Boxen, eine Kloßschüssel mit rosa Toiletten irgendwas und einen A3. Und dieses Misano-Rot, das sticht richtig hervor. Mhm. Wie gefallen dir die Räder? Ja, es sind halt die original S-Line-Felgen, ne? 17 Zoll. S-Line hat das Auto generell komplett S-Line, innen, außen, Fahrwerk. Und passend gut zu dem Auto, ist original belassen. Ich glaube, die Leute fragen sich auch, Moment, warum haben die jetzt ein A3 gekauft? 1.8T Quattro A3, sowas hatten wir doch auch schon. Und wir wollen doch immer hochwärts. Wir hatten jetzt ein E46, eigentlich keinen Aufstieg. Aber wir sind ja viel mit Autos unterwegs, haben auch schon viele von den A3s gehabt. Hast du schon jemals so einen A3 gesehen? Nein, weil er hat ein paar Features, die haben die anderen A3s nicht gehabt und die Ausstattungskombination ist bei dem sehr gelungen. Und meiner Meinung nach ist das der beste 1.8 Turbo A3, den es bald im Netz zu kaufen geben wird. Genau, das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, überheblich, dass wir den besten haben, aber gehen wir es mal durch. Wir haben einen Misano-roten, fünftürigen A3, Facelift, Quattro, 1.8T, soweit so gut. Wir sehen, wir haben die S-Line-Räder, außen passt das schon mal.
nimm doch bitte mal Platz in unserem Gefährt. So, das heißt nämlich, wenn wir hier mal die Tür öffnen und du es dir bequem machst, worauf machst du es dir bequem? Oh ja. Ja, genau. Teilleder, schwarz, richtig gut. Genau. Und wenn man sich den Sitz mal anschaut, also der Beifahrersitz sieht wie neu aus, ja, aber auch der Fahrersitz. Und wir haben das rote Farbthema. Jawohl. Es gibt natürlich auch rote Bahnen. Und zwar eine Dampflok. Und Dampf ist hier auch Programm, denn das Auto hat ja sogar Dampf. Und weil es Dampf hat, zeigt es mir das sogar im Tacho an, denn ich habe hier einen weißen Tacho. Ja. Das ist einfach der Hammer, weil das gibt es eben nicht so oft, dass wir noch den weißen Tacho mit dazu haben. Und das ist tatsächlich ein Feature, beziehungsweise ein Ausstattungsmerkmal, was das Auto so besonders macht, dass Alex gleich gesagt hat, oh Gott, kaufen. Also tatsächlich, S-Line ist das eine, aber Sportsitze findet man häufiger. Dann das Dreispeichen Sportlenkrad findet man auch verhältnismäßig häufig, aber in dem Fall komplett perforiert, schon seltener. Hier, schon mal. Mit passenden Schaltern. Er funktioniert. Die Mittelarmlehne geht. Ey, guck mal, der Getränkehalter. Der springt richtig raus. Schau. Tada. Funktioniert auch. Und jetzt kommt es, die weißen Instrumente selten. Und jetzt der Blick nach oben, ein dunkler Himmel. Im A3 schon schwierig zu finden. Das originale Audi Symphony mit der guten Kombination aus CD und Kassette in einem. Ja, aber halt das Bose-Soundsystem auch genau, noch mit verbaut. Mit Bose-Soundsystem noch mit an Bord, Sitzheizung, Tempomat hast du links von dir an dem Hebel noch mit zu finden. Tempomat im A3 ist sowieso eine ganz, ganz seltene Geschichte. Hat eigentlich kaum jemand. Natürlich, das Quattro ist omnipräsent hier auch noch. Aber auch in der Mitte Softlack-Probleme 0,0. Gar nicht. Und auch wenn man sich zum Beispiel mal einen Fensterheber anschaut, oh ja, so muss ein gebrauchter A3-Fensterheber aussehen. Ja, was heißt gar nicht? Also so ein bisschen hat er hier also und da. Ich meine, wenn du es da drüben mal kurz filmst, dann sieht man auch den Riesenverschleiß. Aber das ist jetzt nicht der Rede wert. Das ist jetzt, ja gut, das könnte man jetzt mit dem einen oder anderen Hilfsmittel sowieso klären, aber da habe ich ein ganz anderes Projekt, wo ich viel größere Probleme damit habe. Genau. Kommen wir noch. Aber dann spring du mal raus, ja, weil es endet ja tatsächlich noch gar nicht mal hier, sondern wenn wir nach hinten gehen, haben wir noch mehr. Denn man sieht, ja okay, 1.8T, das T ist rot. Genau. Das heißt, wir haben einen 180 PS richtig A3 zu finden, mit Quattro, eine Anhängerkupplung, Einparkhilfe. Und jetzt machen wir bitte den Kofferraum auf und geh an die linke Seite und öffne das Fach. Dann sehen wir haben hier auch den Bose Subwoofer und da steht auch extra noch mal drauf für A3 Bassbox Quattro. Dann haben wir also heute gelernt, dass die Quattros andere Bassboxen haben als die frontangetriebenen A3s. Genau, genauso aber wie auch eine andere Auspuffanlage. Der Kofferraum sieht einfach neu aus vom Zustand, der Lack ist super und die Ausstattung. Also einen traumhafteren A3 ist schwer zu finden. Scheinwischer muss ersetzt werden. Genau, dann kommen wir jetzt zu den negativen Punkten. Und wenn man anfängt mit den negativen Punkten mit, ja, der Scheibenwischer hinten muss ersetzt werden, ist so eine Kleinigkeit. Dann wenn wir auch mal hier vorne das eingeschlagene Rad sehen, dann sehen wir schöne Farben, die wir da drauf haben. Aber solch Profil ist es nicht. Das heißt, um Reifen muss man sich kümmern. Um den Wischer hinten dürfen wir uns kümmern. Dann auch Riesenmängel an diesem Fahrzeug. Die Standlichtbirne geht nicht. Ich würde sagen, zurückgeben. Ja, also ich habe schon versucht, vom Kauf zurückzutreten. Anzeige ist raus. Läuft. Sowas. Oder auch hier, das ist tatsächlich die größte Beschädigung, die wir sehen. Das heißt, die Tür hat hier mal so einen kleinen Knuff bekommen. Das fällt allerdings, sobald man einen Meter vom Auto weg ist oder zwei, auch schon nicht mehr so groß auf. Und allein, damit ihr es noch mal gesehen habt, der Zustand innen. Na gut, jetzt war ich leider mit den dreckigen Schuhen drin. Ja, aber das mein nichts. Gott, aber allein der Sitz, das macht Freude. Und die größte Baustelle, die wir jetzt vor uns haben, die kannst du gar nicht sehen. Ja, die ist auf der anderen Seite, oder? Meinst du das? Weil das dürfen wir nicht vergessen. Ja, das ist nämlich die einzige Stelle, an dem das Auto rostet hat, habe ich jetzt gesehen. Ach so, oder? Ja, gut, dann haben wir noch zwei große Baustellen, aber dann zeig uns die erste Baustelle. Ja, also das wäre jetzt hier. Das typische Problem, wie gesagt, haben wir auch im anderen Video erwähnt, bei den Modellen, Radläufe und haben wir hier halt auch, wurde suboptimal nachgebessert vom Vorbesitzer. Apropos Vorbesitzer, das hast du noch gar nicht erwähnt. Wie viel hat er denn? Zwei Vorbesitzer, was auch gut ist für ein Auto. Und wie lange hatte die erste Hand das Auto? Von Erstzulassung bis 2018, ich würde sagen 15 Jahre oder so. Ja, genau. Also 15 Jahre und das war ein älterer Herr, Baujahr 39, der das Auto hatte und dann hat es ein
Enkel oder seine Tochter oder wer auch immer danach gefahren. Ja. Also denke ich, eine Vorgeschichte, die auch lückenlos ist bei einem Auto. Und das sieht man auch an der Ausstattung und am Pflegezustand. Genau. Da hat sich jemand damals beim A3 Mühe gegeben. Ja, und dann halt größter Punkt, den wir tatsächlich haben, den kann man jetzt hier nicht wirklich entdecken, weil wir haben ja kein S, also keine präsente Abgasanlage. Aber ja, da, wenn man unten drunter schauen würde, könnte, soll, machen, tun, sieht man gar nicht mal so viel jetzt hier aus der Position, ist er ziemlich durch. Ja, also da müssen wir auf jeden Fall Hand anlegen. Heißt, neue Auspuffanlage organisieren oder eben das, was noch zu retten ist, versuchen zu retten. Bedeutet für unseren Mechaniker dann dementsprechend Schweißarbeiten. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes, im doppelten Schweiß Sinne. Und Tränen. Mhm. Also wir haben, Männer müssen ja zum Urologen. Wir haben den Quattrologen angerufen, haben gesagt, wir haben ja wieder ein Quattro für dich. Da muss was passieren. Und das passiert jetzt auch. Aber die Basis, die wir uns gesucht haben, fantastisch. Dass wir überhaupt noch im Netz so einen finden, mit kann man sozusagen. Mit Kombi-Instrument. Und sitzen die. Also, wenn bei dem Auto 80.000 auf dem Tacho stehen würde, könnte man es glauben. Hätte ich sie mal auch geglaubt. Jetzt steht er bei um die 130. 131 und ein paar Zirkelchen. Traumhaft. Von daher würde ich sagen, schauen wir mal, was die Quattrologen zu unserem Patienten sagen und schauen, was am Ende rauskommt. Was wollen wir alles machen? Wir wollen auf jeden Fall einen Satz Räder holen. Genau, wir wollen ihn auf sichere Winterräder stellen, weil es wird frisch, wie man zwar nicht an dir sieht, aber es ist tatsächlich so. Und wir wollen uns um sowas wie den Scheibenwischer kümmern. Wir wollen nach den Rostthematiken schauen, was man wie behandeln kann und muss, ob das jetzt der richtige Zeitpunkt ist oder eben auch nicht. Bremsen? Bremsen werden gemacht, einfach. Weil es nichts kostet eigentlich. Weil es nichts kostet, Sicherheit geht vor. Abgasanlage ist ein Thema, die muss natürlich auch dicht sein, damit das Auto sich so anhört, wie es anhören sollte. Und damit die Abgasnormen passen. Ja, und dann noch einmal von unten checken, sind irgendwelche Achsmanschetten, ist denn da irgendwelche Kleinigkeiten. Und natürlich Ölwechsel, Service für die sorgenfreie Fahrt. Dann würde ich sagen, müssen wir nur noch das Ganze mal rollen lassen, oder? Genau, aber rollen lassen tun wir ihn dann, wenn die Bremsen gemacht sind. Und wir auf sicheren Reifen unterwegs sind. Genau, weil das traue ich mir. Nee. Also wir sehen uns dann in aller Sicherheit. Ja? Nee. Bis zum nächsten Mal. Wie man sieht, ja, hier dreht sich irgendwie kein Rad. Und die letzten Videos scheinen länger her zu sein. Tatsächlich waren wir da im November und hatten so ein bisschen andere Pläne. Aber wie man an meiner trendigen Frisur und Co. sieht, ja, Lockdown, Pandemie und Co., macht auch das ganze Car-Changer-Thema ein bisschen schwieriger. Das heißt, der ein oder andere wird hier in unserem Best-of-Video gehört haben, wir haben dann noch so eine zweite Überraschung vor mit Car-Changer. Das überspringen wir jetzt aber mal. Es muss ja mal ein bisschen vorwärts gehen. Das heißt, ja, sich jetzt mit dem Jan zu treffen, nur um zusammen eine Runde A3 zu fahren, das macht irgendwie gerade nicht so wirklich Sinn. Deswegen, wir haben die Sachen gemacht am A3. Der ist auch angemeldet, was auch im Vorgang war, der länger gedauert hat. Hat einen neuen TÜV, hat die neuen Reifen und so weiter und so fort. Und fährt und ist gut. Fährt und ist gut bedeutet, es kann weitergehen. Das Auto muss sozusagen zu einem von euch, der Lust hat, in so einem wunderschönen A3 Quattro zu fahren, mit komplett S-Line und den weißen Instrumenten, damit ich es zum 26. Mai jetzt gesagt habe. Von daher, der Hotbutton schlägt wieder zu. Der Hotbutton ist in meinem Fall halt eine Kerze. Und jetzt ist dieses Auto online. Das heißt, ab dem Moment, wenn dieses Video gekommen ist, kann man sich auch diesen schönen bisonroten A3 kaufen. Und die zweite Überraschung, die schieben wir so ein kleines bisschen nach hinten. Und ich hoffe, ihr habt Verständnis, dass das jetzt auch mit dem Auto so ein bisschen länger gedauert hat. Ja, die Aufnahmen waren aus November, aber alles zieht sich so ein kleines bisschen. Von daher würde ich sagen, viel Erfolg euch, die ihr dieses Auto sicherlich jetzt alle haben wollt. Denn es ist ein wirklich tolles Auto. Und dann schauen wir mal, was wir noch so bei CarChanger vorhaben. Und verzeiht uns, dass einfach alles gerade ein bisschen länger dauert. Und man muss das mal so ein bisschen entspannter sehen. Dennoch, wir geben nicht auf und ziehen das Ganze durch, damit einer von euch am Ende mit einem schönen Auto fahren kann. Das ist dann natürlich noch schöner als diese Art Reise. Und wir sehen uns nicht nur in der nächsten CarChanger-Folge, sondern auf der Autobahn, im Einblick, bei irgendeinem Livestream. Mal sehen, was uns da so einfällt. Die gute Laune behalten wir uns bei. Auch wenn wir schon sehr verzweifelt auf einen Friseurtermin warten. Also, wir sehen uns und ciao.